Oh, moin zusammen. Wieder ein Tag vergangen. Genau, so, da wird noch die Dings gebaut. Der Muggelbucht und verdorbene Taverne. Dann schippern wir gleich hier rüber, sammeln den Schatz ein. Auf Rückweg werde ich wahrscheinlich hier nochmal einfallen, plündern. Und mit Graf Noctilus geht es dann gleich hier oben weiter. So, ich wollte nämlich mal schauen. Okay, Necroflex Koloss. Dann geht's mit der Hauptmission weiter. Das war ganz oben. Das war viel zu weit. Den können wir auf jeden Fall noch holen. Die sind da oben rechts. Unten rechts. So, und irgendwo in die Richtung. Und Ereignisse waren es nicht, sondern Missionen. Irgendwo konnte ich doch hier... Da, Zielvorgaben. Da wollte ich nämlich mal reinschauen. Sieg kurzer Kampagne, lange Kampagne. Kurze Kampagne schaue ich mal rein. Zerstört die folgende Fraktion. Piraten von Sartossa. Halte Kontrolle über 12 Provinzen durch direkten Besitz oder Vasallen militärische Verbündnisse. Bis jetzt sind es 3... Guck mal, wie soll man das alle? Kontrolliert 8 der folgenden Siedlungen. Ja, und alles quer verstreut. Und das ist die kurze Kampagne. Wo er denn hin? Will der mich ernsthaft angreifen? Das glaube ich eher nicht. Weiß auch nicht, ob der unterwegs sonst noch Söldner rekrutiert oder so. Ritter des Königs, oha. Schockkavallerie. Oh, du blöder Sack, ey. Eure Eroberungen erfüllen die Herzen eurer Feinde mit Furcht, o mächtiger Herr. Die Weisesten unter ihnen wissen, dass das Schicksal auf eurer Seite ist. Das habe ich vorausgesehen. Du blöde Sau. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt anders. Dann besetze ich die komplett. Genau, this is Pirate Land now. Den bauen wir wieder auf, geht noch gar nicht. Hauptsiedlungskette wieder heile machen, okay. So, der Schatz muss eine Runde warten. Kein Einkommen, das geht dann nicht so restlos. So, wer seid ihr hier? Subartum? Habe ich mit denen schon Krieg oder nicht? Wie sieht's überhaupt aus? Warte mal. Genau, Kapitelziel abgeschlossen. Siedlung besetzt. Okay, verdorbene Taverne und hier ist auch Schluss. Ich glaube, das ist genau südlichster Kartenrand. Ganz cool. Piratenbucht. So, mein Freund. Achso, genau. Ich wollte einmal gucken, Subartum hier. Da sind sie, Iza. Ja, guck mal, habe ich auch Krieg mit. Entscheidender Siegverlust in Niedrig. Oh, brennt alles nieder.
200 Infamie. Ja, komm. So. Noctilus. Nein, nicht wieder in das Land. Scheiße. Wieso? Ach, egal. Domination. Necroflex-Koloss, Reittier. Haha, den nehme ich. Burn the coast. Das Ding wird richtig böse. So, dann wollen wir hier auf Waffenstärke nochmal um 8% erhöhen. Und dann habe ich, glaube ich, noch zu bauen, ne? Master. Yeah. Brandheiß, Errungenschaft. Sehr, sehr cool. Deckschützen bekomme ich dann. Da könnte ich meine... Na, wie heißen sie hier? Mariner? Moskiten sind sie. Wo sind sie denn da, ne? Horde, Zombie-Piratenartillerie, Moskiten. 145, 22 Schuss, Geschossstärke 18. 22 Schuss, Geschossstärke mehr als das Doppelte und nochmal ein 100er drauf. Also die Deckschützen, das wird dann meine Standard Fernkampfinfanterie. Gut, dann lasse ich das da einmal kurz. Da müsste ich auf Stufe 3. Das 2300, den lassen wir erstmal. So, dann hier einmal aufs Geld. Empirische Korruption auf Stufe 3 war das, ne? Genau mit... Nee, Quatsch, er hier war das. Öffentliche Ordnung in Benachbarten. Den möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Militär habe ich hier irgendwie gar nicht so das Interesse dran. In der Hauptstadt hier. Mal gucken, was davon sonst für... für die Stadt ist, aber ich glaube gar nichts, ne? Ja, Schreifliederbestie. Gibt's da sonst nichts weiter? Öffentliche Ordnung, minus 50% Strafe durch An- oder Abwesenheit von Korruption. Tierische Korruption ist dann plus 1. Ja, komm, nimm das einfach mal mit, wenn ich sonst nicht weiß, was ich bauen soll. Die baue ich, glaube ich, später. Dann erst noch mal ein bisschen auf Wachstum und Geld. So, und er hat Verschleiß. Dann würde ich sagen, geht's jetzt aber Richtung Norden hoch und das wollte ich noch mal gucken. Super. Ah, guck mal, jetzt hat er sich da reingenistet. Das hat sich gerade erledigt. Seebeine, Land in Sicht. Verluste, Verstärkungsrate, Landratte. Ein Schlachtplan. Das Blut des Nachthimmels ist buberot. Der Wind des Schisch ist stark und erfüllt die Besatzung mit neuer Kraft und Stärke. Es ist Zeit zu handeln, zu erobern und diesen magischen Segen zu unserem Vorteil zu nutzen. Sollten wir die Meere beherrschen oder unsere Aufmerksamkeit auf neue Lande richten? Nee, komm. Ich mach erstmal auf Landratte. The land powers before me. Dead march. Okay. Macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich hier so einen Gewaltmarsch befehle oder nicht. Strugglers get buried.
Warte mal, wie war das mit Karte drin hier so? Ja, wie geil ist er denn, Alter? Und dann steht er hier oben drin. Wenn das Ding noch mitballert, ne? Quicker or perish. Nee. Will er nicht? Okay, Diplomatie muss ich mal gucken, dass ich mir es mit denen nicht verscherze. Unerlaubtes Betreten, ja. You dare. Man's sleep wanes and more sleep waxes. Of course, I was expecting. Schade, ich hatte nämlich gedacht sonst, dass ich mir diese Region hier auch noch komplett einverleibe. Impossible. No prey, no pay. Oh. Was ist da denn los? Rein in den Hafen. Meine Einheiten sind ja komplett aufgerieben. Okay, pass auf, dann schipper du nach Hause. Pyrrhus-Sieg, Verlust im Mittel. Hä? Das hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Das war vielleicht ein bisschen doof. Schauen wir mal, was wir draus machen. So, Aufstellung starten. Die haltet ihr mal schön im Wasser. Das Antlitz des Schnitters, Seelenfäule, Rüstung, Waffen, Rüstungsdurchdringer, Waffenschaden und Grundwaffenschaden. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist schlecht. Nach Ablauf der Zeit verliert ihr. Werd mal erkunden gehen mit ihm. Ob sie kommen, wo sie bleiben und ob meine Mörser die sonst unter Beschuss nehmen können. Sind sie. Guck mal. Das ist doof. Das was wird. Die durchs Wasser kommen, ich weiß ja nicht. Er muss einfach nur warten. Der hat's gut. Klasse. Mörser kommen durch. Tatsache. Das ist schon mal richtig gut. So, die sind jetzt nämlich gleich in Reichweite. Da, die Gegner. Don't stop. Move, you dogs. Wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus. Oh ja, der kam gut. Enemies, Quail. Soon.
Oh, oh, sie kommen. Warte mal. Pause. Zieht euch mal wieder zurück. Wenn sie rankommen, dann ist es natürlich noch besser. Dann können wir sie ganz entspannt hier wegballern. Der Sieg ist nah. Guck mal, jetzt macht ihr noch den hier. Im Antlitz des Schnitters, dass sie noch Angst kriegen. 57 nur noch. Oh shit. Mein Kommandant in seine Truppen reingesprengt. Gott, die ziehe ich mal hier unten mit runter. Mal ein bisschen langsamer. Ich kann meine Leute so ein bisschen komprimieren hier. Ein bisschen enger zusammenziehen. Einheit verliert, klar. Auch da. Einheit siegt, klar. Okay, das ist meiner. Lost. Und ich glaube, das war's jetzt auch. Sehr müde, die fliehen. Ich glaube, das war's. Dickhead.
one way. Captain! Oh, die kam tatsächlich noch mal wieder an, ne? So, das war's. Sieg. Ich könnte noch mal gucken, ob ich ihn umgeschossen bekommt, ja? Ah, ich glaube nicht. Komm, der heilt sich schneller, als dass ich ihn platt machen kann. Führersieg, ja, ich bitte euch. Ja, Kompliment an die Mörser. Sind echt gut, die Dinger. Blood and Plunder. Sogar ein bisschen Geld, Mensch. Beute teilen. Spoils for all. Admiral of the fleet. Sails up! Granatenmörser kriegen best. Seelenfäule werde ich nochmal verbessern. Was ist da los? Die vier verliere ich? Nee, nix da. Ich verliere doch nicht meine vier Speerkämpfer. Stangenkämpfer meine ich. Da gehen wir nochmal rein. Den lacken wir weg hier. Part of the undead! So, mal alles schön eng beieinander lassen. Und Aufstellung starten. Ganz knapp, ne? Pass auf. Wir wollten mal ein kleines Stück nach vorne, Jungs. Das könnte sogar schon ausreichend sein. Ja, und wie das ausreicht. So, entweder rennt er weg oder er kommt ran oder er muss angreifen, sonst verliert er. Und der zweite denn jetzt denn? Okay, pass auf. Alle bis auf die beiden einmal gruppieren. Und nach vorne. Mörser können so bleiben. Schön aus Distanz drauf. 2-1-3-5. Oh ja, das war ein schöner Treffer. Kommt er tatsächlich ran? Nein. Genau, schubs ihn um. Oh, 1, 3, 5. Na, viel ist ja nicht passiert, ne? Fleet Admiral! Magic!
Warte mal, ich wollte jetzt hier eigentlich mal die Blockierung aufheben. Aber der ist auf jeden Fall im Radius von allen. So, 510, das soll der eigentlich nicht überleben. Und jetzt hinterher. Ja, ist egal, komm. Ich habe leider keine Kriegshunde oder sowas dabei. Wäre dafür ideal gewesen. 34 hat die Sau noch gekillt, ey. This isn't the God's victory. It's mine, Admiral of the Fleet. Land ahoy! Land ahoy! Ab nach Hause. Realität 8. So, und hier habe ich ja noch Wachstum. Loyalität nimmt nicht ab für die lokalen Armeen. Damit habe ich ihn safe. Genau, Flottentechnikus. Forschungsrate und so weiter. Sehr cool. Was sagt denn die Zeit? 27. Blood and plunder. Schau ich nochmal, ob und was ich bauen kann. Geschossstärke für Karonaden, Mörser und Queen Bess. Brandstifter. Ah, dann werden die anderen aber gesperrt, ne? Öffentliche Ordnung, minus 5. Einkommen durch Überfälle. Bewegungsreichweite auf der Karte. Bonus gegen Groß. Brandstifter. Das weiß ich noch nicht, was ich da haben möchte. Eibolter. 15% wäre das dann insgesamt. Einkommen durch das Ausrauben von Siedlungen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? So ein bisschen in die Richtung. Einen brauche ich hier jedenfalls noch. The sea knows my fate. Warte mal. Aber ich glaube, das war's nicht, ne? Zwei brauche ich sogar hier von denen noch. Da ist auch ein Frack jetzt. Sehr cool. So, der steht da oben. Was kann ich noch bauen? Stufe 3. Kriegen. Ja, wahrscheinlich ist hier noch irgendein Zähler, der abläuft, bis ich das wieder einsetzen kann. Ja, wunderbar. Würde ich sagen, war es schon wieder mit der ersten Folge für heute. Dann schaue ich mal, wo waren das jetzt? Da war es nicht. Da oben auch nicht. Ja, da irgendwie, dass ich da hinkomme. Auf dem Weg überfallen wir noch diese Stadt hier. Und die Stadt und dann sind wir auch bald da. So, 20 hat er, ne? Sehr geil. Beliebte Kolosse. Kann nicht rekrutiert werden. Waffenstärke. 24, 32. Ja, 17, 28. Ja, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Schauen wir mal. Dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß bei dem, bis bald und ciao.